Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge zu C3. Wir befinden uns aktuell in Maschenpersonenbahnhof. Rechter Hand müsste sich entsprechend Europas und Deutschlands größter Güterbahnhof befinden. Da ist allerdings aktuell noch ein bisschen tote Hose, weil das ist nur die Südhälfte. Die Nordhälfte kommt dann mit der nächsten Verlängerung und dann ist da bestimmt auch ein bisschen mehr Betrieb. Aktuell ist da, glaube ich, noch nicht so viel zu sehen. War ich aber auch noch nicht, weil ich habe bis jetzt eigentlich nur mal kurz angeguckt, wie die Strecke so aussieht. Und ja, wir befinden uns zudem in einem schönen, hübschen neuen Führerstand. Der Führerstand ist Baureihe 146.3 mit ETCS-Ausstattung. Allerdings, hat sich Metronom den mal ausgeliehen, sage ich mal. Ursprünglich war hier ja der alte drin, den habe ich mal getauscht im Editor. Ist ja nur ein Mausklick, beziehungsweise eigentlich drei. Aber dort ist nicht so schwer. Ja, wir befahren heute den langsamen Metronom. Und zwar halten wir überall und fahren deswegen auch nur bis Lüneburg. Der bis Uelzen, der hält hier nur in Winsen und dann halt Lüneburg und fährt weiter bis Uelzen. Und ja. Wie man sieht hier, alles vorhanden. Wir könnten hier auch mal die Zugnummer eingeben. Wir sind der Metronom 81. Sifa. Warum will er jetzt Sifa haben? 81. 6, 0, 5. Enter. Upsala, falsch getippt, 6, 0, 5, 2, Enter. ZDA-Eintrag fehlt, das heißt Ansagen haben wir keine, dafür haben wir Abfahrt. Ja, AFB nutzen wir auch. AFB. Ich glaube, das müsste von der Ausfahrt mit 60 sein, jo. Zugbeeinflussung. Und los geht's. Wir fahren, ja, Zuglänge 181 Meter, der nach Uelzen ist ein bisschen länger. 147 Bremsehundertstel, 434 Tonnen. Gesamtmasse, Höchstgeschwindigkeit 160 und Durchschließsystem TAV. Und ja, wir fahren entsprechend auch übers Regionalgleis und den Führerstand habe ich deswegen genommen, weil der müsste eigentlich auch ETCS können. Zugbeeinflussung. Das ist natürlich auch geil. Aufnahme in LZB und sofort wieder Ende, weil wir aufs Regionalgleis rüberfahren. Naja, beschleunigen wir mal nur auf die 80. Beziehungsweise ein bisschen schneller können wir ja. Beschleunigen wir den mal so hier. Passend wieder ausrollen. Bin ich mal gespannt, ob die AFB mittlerweile reinbremst, wenn er unter LZB-Führung ist. Ja, macht er tatsächlich. Wunderbar, und der ETCS hat das ja eigentlich noch nie funktioniert. Zugbeeinflussung. AFB. Ah. Müssen wir den Vorsolldreher aber mal wieder höher stellen, weil das muss ja einmal quittieren. Mein nächster Halt ist Stelle. Da kommt ein Kollege, hier kommen die Gleise aus dem Rangierbahnhof.
Stelle ist viergleisig ausgebaut. Ja, und dann nähern wir uns dann auch dem Bahnsteig an. Passt das auch? Ja, stehen alles am Bahnsteig. Hier sieht man auch normale Displays. Ja, ist entsprechend der Buchfahrplan 2017. Oh, wir können weiter. Abfahrt. Grünes Ausfahrsignal. Ich glaube, hier unten das Symbol zeigt mir auch an, dass er sich gerade hier mal beim Radio Block Center einwählt. Quasi seine Funkmodule für den Level 2 Start klar macht. Was dürfen wir hier eigentlich fahren? 160. Machen wir dann auch. Oh, da kommt ein RE. Zugbeeinflussung. Das ist der Schnelle. Oh, willkommen im Level 2. Nun sind wir EDCS geführt. Das Regionalgleis ist ja ausgestattet mit EDCS. Und ja, so einfach funktioniert im Prinzip die Aufnahme. Man muss hier nur ein was quittieren. Oh, da vorne müssen wir aber auch schon wieder anhalten. In Aashausen. Da er jetzt ein bisschen spät reagiert, deswegen ist die Bremsung auch ein bisschen stärker. So, nochmal stärker machen, dass er hier auch stehen bleibt. Sehr schön. Na, ja, erster Wagen steht noch am Bahnsteig. Na, ja, und Level 2 gefunden geht es jetzt im Prinzip bis nach Lüneburg. So. Abfahrt.
Zusätzlich ausgerüstet ist die Strecke hier noch mit PZB, also das dritte Gleis. Das heißt, alles, was keine ETCS hat, fährt halt PZB geführt. Ah, an den Signalen entsprechend auch das NE14. Heute auch ganz schön neblig hier. Nächster Halt ist dann Winsen an der Lur. Da noch ein Metronom. Oh. Und so an sich. Der Führerstand, der gefällt mir. Gibt da noch ein bisschen mehr zu zeigen. Oh, Bremseinsatzpunkt. Hey, bremst der mit ETCS mit? Ja, macht er. Sehr schön. Bin es bei ETCS immer noch gewöhnt, dass ich manuell bremsen muss. Ist aber wohl in der Realität nur beim IC1 so. Habe ich jedenfalls irgendwo mal gelesen, dass beim IC1 so noch irgendwelche Probleme gäbe, dann muss deswegen der nicht automatisch bremst, die anderen würden es aber können. Ah, da vorne endet die Fahrerlaubnis. Muss aber mal gucken, ob das beim IC auch funktioniert. Das ist ja auch ein neuer Führerstand. Sich hier aber auch mal manuell mit rein. Ah, der Anna fährt gerade ab. Ich habe jetzt aber auch noch eine Fahrerlaubnis wieder. Zu spät bin ich aber nicht. Türen sind geöffnet. Kann auch die Displays mal dunkel machen. Ja, was gibt's sonst noch Neues? Also ich hatte schon mal aufgenommen, eine Fahrt von Sorsum bis nach Kassel. Allerdings, naja, sagen wir mal, irgendwie habe ich den Zusi irgendwann mal ein bisschen zerschossen. Da waren einige Bugs drin. Ich habe den Zusi jetzt auch neu installiert. Ich meine, das ist auch kein Problem, weil ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe, aber mir haben irgendwie so die Schienen nicht mehr gepasst. Aber teilweise waren die schmaler als dann die weichen. Das hat dann hier zu Brooklyn, also wirklich zuckelndem Zug geführt, was dann nicht mehr so hübsch war. Und teilweise lag auch LZB, wo keine hingehört, und hat gefehlt, wo welche hingehört. Also keine Ahnung, was da passiert ist, aber jetzt geht's wieder. War jetzt auch nicht so schwer. Hat mich vielleicht ein halbes Stündchen gekostet, da war das wieder neu drauf.
Natürlich vorher gesichert, was ich hier selbst dran rumgefuscht habe, größtenteils, bis auf ein paar Dinge. Hier den bearbeiteten Fahrplan auf der Strecke wird ja eh bald verlängert, von daher habe ich mir das gespart. Und auch entsprechend noch so ein paar andere Dinge, die jetzt nicht unbedingt nötig waren, aber es läuft wieder. Nächster Halt ist Radbruch. Danach kommt schon Badowick und danach Lüneburg. Das heißt, hier in dem Video geht es hauptsächlich um den, wirklich nur um den neuen Streckenabschnitt und das EDCS. So wie diesen Führerstand hier, der das auch mitmacht. Ja, die Strecke ist halt vollständig dreigleisig ausgebaut. Wobei entsprechend der Betrieb so ist, dass der Regionalverkehr, der langsame wie Virenfahren und Güterverkehr über das Gleis hier zieht. Und der Fernverkehr und der schnelle RE, die fahren meistens hier übers Ferngleis. Und in die andere Richtung teilen sie sich allein und dasselbe Gleis. Das ist ein bisschen dämlich, aber das liegt halt entsprechend hier daran, dass hier EDCS ist und die meisten Züge, die hier fahren, die haben halt nur LZB. Gehe ich jetzt mal davon aus. Deswegen wird das mittlere Gleis halt nicht flexibel benutzt, wie das eigentlich mal angedacht ist, auch von der Signalisierung her. Andererseits haben wir hier natürlich auch eine der dümmsten deutschen Bürgerbewegungen, um das mal so zu formulieren. Weil hier, naja, dringender Ausbau doch maßgeblich behindert wird. Und naja, ich kann jeden verstehen, der die Natur schützen will, aber es ist ja kein Neubau. Das heißt, hier wird ja nicht großartig scheiße. Jetzt haben wir den Halt verpasst. Störung. Ah, hilft nix. Der ist verpasst. Störung. Da hilft doch keine Schnellbremsung. Ah, wo war ich jedenfalls? Ich kann jeden verstehen, der hier die Natur schützen will. Aber manche Dinge sind halt nur mal nötig. Und ich hab's lieber mal baut hier ein viertes Gleis hin, als dass ja, andere Dinge gebaut werden. Und am allerliebsten wäre mir ja immer noch die Lösung, dass man einfach entlang der A7 eine schöne Schnellfahrstrecke hinheizt. Weil, naja, dem Fernverkehr in Deutschland tut's gut. Der Strecke hier tut's gut, weil der Regionalverkehr dann hier stärker fahren kann. Das ist ja aktuell auch schwierig. Und generell hat's eigentlich nur Vorteile. Und vor allem auch entlang der A7 macht man auch nicht wirklich was kaputt, weil der Bereich ist ja eh schon gebaut durch die Autobahn. Und wenn man sich dann mal so schnell die Fahrstrecken anguckt, wie Köln-Rhein-Main, fährt alle 10 Minuten die ICE. Wirtschaftlich ist das. Und die Reisezeit verkürzt es immens. Und wahrscheinlich sind die, die sich dann hier so einen Ausbau blockieren, auch nur die, die sich beschweren, dass die Bahn immer zu spät ist. Das sind mir dann die Liebsten. Mal aufpassen, dass wir den nächsten Halt hier nicht verpassen. Der nächste ist Badowick. Also ich, im Trennsimulator hätte ich jetzt zurücksetzen können, hinten an den Bahnsteig wieder, im Zusi zählt das dann halt jetzt verpasst.
Sifa. Und bremsen wir mal ab. Ah, ganz so stark brauchen wir, glaube ich, nicht. Ein bisschen wieder auslösen, entsprechend sind wir aktuell auch ein bisschen verfrüht, weil, naja, haben halt einen Halt verpasst. Fail. Übrigens eben der Metronom, der hatte ja eine rote, schöne DB-Lok davor. Da hat Metronom sich, glaube ich, mal eine EDCS-Lok der Deutschen Bahn besorgt. Nee, ich habe die einfach mal am Fahrplan getauscht, weil ich ursprünglich nicht so intelligent war, um einfach den Führerstand in dieser Lok zu tauschen. Wäre ja auch zu einfach. Stattdessen wälzt man da den ganzen Zugverband um, aber funktioniert halt auch. Oh, jetzt haben wir ein bisschen Aufenthalt hier. Ja. Was gibt's noch Neues zu zeigen? Full HD Führerstand Borea 103. Och, was Feines. Vielleicht nehme ich da so gleich noch einen Anschluss auf, dann gibt's auch mal wieder ein paar Videos hier auf dem Kanal, weil ja auch wieder ewig Inaktivität. Und ja. Was gibt's noch Neues? Bald kommt der Transim World 2. Bin ich auch mal gespannt. Ist ja entsprechend dann Transim World 1 Add-ons voll kompatibel. Und der neue Content ist ja auch unter anderem Aachen-Köln mit dem ICE3. Ich glaube aber nicht vollständig, sondern nur ein Stückelchen davon, aber trotzdem. Das heißt, das ist ja auch eine LZB-Führung, die da integriert ist, das müssen sie reinbringen. Und vor allem ist es mal der erste Fernverkehrszug. Und ich stelle mir auch durchaus... Gibt ja auch Strecken, wo der sonst noch fährt. Beispielsweise da die Main-Spessart-Bahn, da fährt er auch eine ICE3. Speziell die Zugpaare München, Köln, Essen. Über Frankfurt. Oder halt auch Dortmund. Statt Essen und ja. Wo wird hier im Zusee aktuell noch gewerkelt? Ja, die Nordverlängerung noch bis nach Harburg. Das ist ja auch schon im Bau seit längerem. Und was sonst noch gebaut wird, ja, da München-Augsburg wird, denke ich, auch noch rumgerödelt. Ja, und sonst, keine Ahnung. Da Nörten-Hardenberg jetzt fertig ist und entsprechend die Lücke zum Bestandsnetz da geschlossen ist, weiß ich nicht, ob Alwin da noch an der Strecke weiter baut. Ich habe nur irgendwann mal im Susi-Forum vernommen, dass er da keinen Bock drauf hat. Kann aber auch sein, dass sich das geändert hat oder veralteter Stand ist, keine Ahnung. Da kommt dann IC. Abfahrt. Aber, ja, entsprechend geil wäre natürlich noch ein Lückenschluss von Celle über Hannover. Aber ich glaube nicht, dass das kommt, weil Knoten Hannover ist bestimmt auch nicht einfach. Und vor allem, das machen die alle in ihrer Freizeit zum Spaß. Das darf man ja auch nicht vergessen. Da gibt es ja kein Geld für. Das ist ja wirklich Hobby. Und entsprechend bekommt man ja alles kostenlos. Von daher kann man schon froh sein mit dem, was wir aktuell haben. Das ist nämlich gegenüber der ersten Release-Version schon ganz schön viel. Ich habe ja Susi auch schon Ewigkeiten. Was gibt's jetzt? Oh, geht zurück auf PZB. Ja, wir sind ja auch gleich in Lüneburg. Da halten wir, glaube ich, auch hinten. Gar nicht vorne im Bahnhof, sondern da in diesem hinteren Teil. Auf der anderen Seite.
Der Fahrplan geht jetzt zwar noch zurück, aber das muss man einmal quittieren, dass man jetzt auf Level STM wechselt. Ja, in Lüneburg die Fahrt entsprechend beenden. Der Fahrplan geht zwar wieder zurück, aber die Folge hat eine schöne Länge. Muss ja auch nicht immer ganz so lange sein. Und ja. Jetzt sind wir wieder im PZB. Oh. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Ja, die hätte man natürlich. Die hätte man verhindern können. Eieiei. Zwangsbremsung. Mal wieder aufs Gespräch fixiert. Zwangsbremsung. Jupp, hier sind 100. Zwangsbremsung. 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 Haben wir auch entsprechend die Funktion mal durchgetestet. Funktioniert alles. Einmal wieder Luft da rein. Ist ja zum Glück kein Güterzug, da geht das relativ fix. Ah, Hauptduftleitungsdruck steigt. Ah. Jetzt so. War natürlich nur ein Test. Nee. Die 100 habe ich verpeilt. Da war natürlich ein Geschwindigkeitsprüfabschnitt. Da habe ich die Ankündigung im Gespräch übersehen und habe eigentlich noch aus dem Fenster geglotzt und gewartet, dass es kommt. Auch Ankündigung 60. Zu viel. So, welcome in Lüneburg. SIFA. Nix SIFA. Ankündigung. Zugbeeinflussung. 40. Bremsen wir auch mal rein. Im OBS-Fenster sieht das auch wieder gar nicht mal so flüssig aus. Naja. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Oh, hat schöne Geräusche, der Zug. Also geräuschmäßig sind die doch so top. Oh, da ist noch ein altes Stellwerk mit Warnsignal davor. Ich glaube auch in dem Video von Alvin Meschete da zur Vorstellung, da wird auch gesagt, was das ist. Das habe ich aber schon wieder vergessen. Gedächtnis wie ein Sieb. SIFA.
Dazu so aktuell schon relativ spät. Aber wir haben es ja jetzt geschafft. Oh. Wechsel meinen Steuerwagen, jetzt geht es nämlich eigentlich zurück. Aber ja, ich beende die Fahrt dann an dieser Stelle. Und ja, bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.